Ich habe mir schon gedacht, das hat was mit den Eiern zu tun. Guck mal, unten ist die Hose übrigens zugebunden. Was hat der da? Was ist das da? Woran der das festhält? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ein paar Eier sind. Vor allem hier einfach ein brennendes Schnabeltier. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Oh Gott. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Also ich weiß gerade aus dem Kopf spontan, wo zwei sind. Ich glaube sogar drei. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Was? Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima. Dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Alright, und Schnabeltiere kann man sich beim Dedalic im Merch-Shop kaufen. Ey, geil! Also, guck mal, da oben haben wir schon mal eins. So, Rufus, ich weiß, du steckst dich gerne hier irgendwie Hand in den Arsch und so weiter, aber nee, anders weiß ich nicht. Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Genau. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Zack, einfach eingesteckt. Laut Fiebel. Okay, wie sieht denn unser Questlog jetzt aus? Wir haben ja richtig viele Notes gerade bekommen. Oh, Schreck. Okay, okay, okay. Also wir machen gerade die Lady Goal Timeline, glaube ich. Ich wollte doch Krawall Goal zuerst machen, aber keine Ahnung mit den Krabben. Also pfeifen wir erstmal drauf. So, da unten war noch eins. Ich meine, wir hatten drei schon gesehen. Ah, ich habe vergessen, wo das andere ist. Guck mal, da unten sind Krebs. Erdschnabeltier-Nestwächter und ich bin mir fast sicher, dass wir drei gesehen haben schon. Was ist denn hier? Kann ich den haben? Ist ja schon gut. Wird ja auch Zeit. Kann ich da... Hier, vergammelte Pillen. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Tja, was will man machen? Hier, schredder einfach das Ei. Ich würde diesen Schredder aber nicht zu... Aber so ist... Ich habe so viel Stuff, ne? Was haben wir hier nochmal alles? Das wird er alles weggeben wollen wieder. Der Crab Brave, der ist real. Ich gehe erstmal durch die Gegend. Guck, ob ich spontan die anderen Eier noch sehe. Sigmo, danke schön für 3 Monate treu. Vielen Dank. Okay. Okay. Da. Aha, da war das andere Ei. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
So, aber das viertes Ei habe ich, glaube ich, aktiv nicht mehr gesehen. Da ist auch das Feuerschnabeltier. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Was? Ist es nicht raus, oder was? Hier, hack's raus. Laut Fibel, ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Das würde er laut gerne. Fibel, ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich verstehe. Kohle rein. Laut Fibel, ich aber verstehe. Okay, das merken wir uns mal. Sehe ich hier irgendwo spontan ein Nest? Hier ist ein Vogelhaus. Ah, da unten war das vierte Ei übrigens. Da. Die Hake ist mittlerweile weg, wer auch mal die weggeräumt hat. Ach, der Typ da hinten, weil er die Blätter zusammenfegen musste. Aha. Oh nein. Tirili, meine Sammlung wächst. Okay, ich weiß, wo alle vier Eier sind, auch wenn ich eins jetzt nicht mitnehmen konnte. Da ist ja das Schnabeltier. Wieso nicht einfach nehmen? Tja, also. Hey, stehen geblieben. Der kommt die ganze Zeit da raus. Oh, okay. Na, da hört sich doch alles auf, Mann. Dieser mangusartige Erdreichbewohner will es scheinbar auf die harte Tour. Hofe sollte diesen Schädling schleunigst mit Hilfe der Steine und der Erdmännchenfalle unschädlich machen. Wo sind denn da Steine? Ach, da. Gibt bestimmt auch irgendein System dahinter, aber. Geht da immer in Dingensbewegungen oder was? In so Pferdebewegungen. Ich glaube schon. Das heißt, der kann dann nicht dahin. Kein Plan. Ja. Richtig. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen. Springer, aber der Klügere gibt niemals nach. So. Kann ich hier mitnehmen, den Spaten? Perfekt. Na super. Noch mehr Dreck. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Schachmatt, aber richtig. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Du hast doch einen Eimer dabei, du Dödel. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja, ne? Schön, dass wir das beide so sehen. Boah, wir haben so viel Zeug im Inventar, Wahnsinn. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Erdschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. So, ich dachte, ich soll da die Eier jetzt irgendwie... Laut Fibel, hier, zumindest solange es unten. Laut Fibel ist hier, findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Laut Fibel. Okay, ich nehme an, ich soll die einfach ausschlüpfen irgendwie. So, also wir kommen nicht an das Feuerschnabeltier-Ding dran. So, Eier haben wir. Erdschnabeltiere schlüpfen beim Erd... So ein... Ich kann doch unmöglich... Bodenfrost. Feuer haben wir eh nicht.
Wasserschnabel im Maul. Hier steht auf Zebrafische. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall umständen. Probieren wir mal, ob das da oben der höchste Punkt ist. Für das jedenfalls fällt mir spontan kein höherer ein. In gehisstem Zustand ist das hier der höchste Punkt des Siedelgebiets. Aber so kann ich das Ei da nicht reinstecken. Es würde einfach auf der anderen Seite wieder rauskullern. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Ja, ne? Reicht das? Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Da. Ist die Öse. Gut gemacht, Rufus. Nichts passiert. Und rein damit. Das Lustige ist, dass wir jetzt von wegen unseres Vaters diesen ganzen Kram hier bekommen haben, den der Vater aber selbst gar nicht benutzt. Das ist eines der Objekte für uns. Haben wir heute dann eigentlich die 1000 Subs genackt? Die hatten wir sowieso schon. Wir haben die 1100 tatsächlich. Also wir sind gerade bei exakt 1100. Der Counter zählt nur nicht richtig. Das ist ein bisschen blöd, weil der keine Subgeschenke zählt. Warum auch immer. Hab ich das Eis schon reingelegt? Ja, habe ich. Okay. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Befestigte, aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose mit Ei. Perfekte Beschreibung. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Spannen, ey, was willst du denn spannen da? Hier mit dem Spaten. Mein Hosenkatapult, ich muss, aber das ging irgendwie anders. Rufus, was ist dein Problem? Was willst du denn? Erde. Mein Hosenkatapult, ich muss es aber. Ja. Kescher. Wie willst du das weiter spannen? Mein Hosenschnabel. Ja, was soll's, dann lassen wir das einfach mal so. Da fehlt ja nicht mehr viel. Wir müssen es nur irgendwie noch weiter spannen. Hey, na, wie ist es so mit gar nichts? Ja, vielleicht. Lerne ich noch irgendwas zu sagen? Was? Wo? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Ah ja. Für mich erstmal jeder das. Wir sehen uns. Sprich. Da wollte er nochmal nicht hin. Warte, was mal ihm nochmal? Ach schön, ich brauchte die Hand. Darf ich nochmal stören? Wirst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich. Mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon.
So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Oh, das ist so herrlich. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Perfekt. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich gehe da mal wieder. Mach das. So, das war sehr, sehr gut. Trotz meiner gewaltigen Kräfte, die Klappe ist verschraubt. Okay, das wollte ich nämlich auch noch beim letzten Mal machen. Ich erinnere mich gerade wieder dran. Huch, was ist denn das? Da sitzt einfach ein Typ drin. Ach, so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Scheiße, Alter. Das ist Sui self-insert. Er klingt sogar wie er. Das stimmt einfach. Wisst ihr, das war gerade quasi der Insert, der Tribut von Dennis und meiner allerersten Begegnung. Kann ich jetzt gar nichts mit tun? Hi-ho, hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi-didel-didel-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Hallo? Okay, ja gut, dann gehe ich halt wieder. Warte, was, das, da war noch was. Oh, da ist noch was. Das lustige Lümmeltütenlied, gib mal her. Das lustige Lümmeltütenlied. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Das ist leider sehr lustig. Hey, Finger weg! Ach ja, mit dem Fuß. Na, das, ich bin. Ich bekomme. Okay. Guck mal, irgendwas anderes passiert, wenn er da. Es ist halt immer das gleiche Lied vor allem. Egal, ich wollte aufs Klo gehen. Also, im Spiel jetzt. Ich liebe es, Leuten zuzuschauen, wenn sie die Ponia durchspielen. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden... Jetzt bin ich doch verwegen, oder? Nicht verstehen.
Ii. Och, Rufus, musst du das einstecken? Guck mal, wie krass drauf ich bin. Entschuldigung? Hm? Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich war auf dem scheiß Klo da eben. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Was soll ich noch? Die Katze von der Donna rasieren? Ah ja, stimmt. Nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donna rasieren. Das wäre extrem gefährlich. Und dumm. Haha, Geff und dumm, mein... Kennen wir ja schon. Ich werde schon... Ich hab die noch gar nicht gesehen, die Katze, ehrlich gesagt. Ich komm auf die... Was auch. Hier, guck mal. So verwegen bin ich. Das zeige ich ihm lieber nicht. Er gehört immerhin zu einer Verbrecherbande. Am Ende klaut er mir noch meine vollkommen ehrlich erworbene Diebesbeute. Kann ich den mit Klopapier ersticken? Lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten. Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Ach, die Muschi Kalia. Ich weiß aber nicht, wo die ist, so. Das ist das Problem. Hier, ich brenne jetzt. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Nein, nie wieder. Nie wieder. So, gucken wir doch mal. Hier weiß ich gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Schrottkamm. Ins Cockpit gelangen. Was von dieser Maschine? Mit Garlef reden, Turnierhand besorgen. Eine Erkenntnis bekommen. Schön formuliert. Steht irgendwas auf der Brille. Na, da hängt da. Ja, und da oben halt die Eier, ne? So, jetzt kommt wieder der... Jetzt kommt Deponia-Style, Leute. Jetzt werden wir erstmal... Rasiermesser? Ja, da kann ich doch ein Rasiermesser herkriegen bestimmt, oder? Gib mal her. Bum, bum, brum. Rufus, gehst du hoch? Hallo? Hey, halt still! Verdammt, erscheint eine Art Bewegungs... Hier, abstechen! Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Erschlagen! Diesen Fisch. Okay. Brot anlocken. Diesen Fisch. Köder. Diesen Fisch. Also, wir haben den Köder, einen Schraubenzieher, eine Antenne, vergammelte Pillen, eine Zuckerdose, Fernbedienung, Handstaubsauger, Kohle, Brot, Kerzen, Spaten, Eier, Fibel, Wasser und Eimer. Es wird Zeit, Leute, wieder random Items zu kombinieren. Die oben habe ich schon alle miteinander kombiniert, das heißt, ich mache es mit dem Handstaubsauger. Meine Sachen, aber war es ja nicht irgendwas mein. Die Idee war, warum steht wie oder Ratten? Hier ist halt. Ups, naja, wenn der so lose war, kann er eh nicht wichtig gewesen sein. Oh. Meine Sachen sind eine kleine. Da sind schon, ich soll. Das ist schon nehmen. Auch dazu, aber ich. Laut Viech würde, aber ich lasse es. Da steht es. Laut Fiebel, ich würde, aber ich. Da steht. Darüber steht nicht, es geht. Darüber es geht. Ich muss mich wieder wurf. Meine Sachen sind. Ich muss. Mit diesem Klopper, ich mache es auf das. Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte. Das ist schon Wachs nehmen. Auch dazu, aber ich. Laut Viech würde, aber ich lasse. Da steht es. Laut ich, aber ich. Da steht. Darüber es geht. Ich muss mal, ich will ein. Oder wofür. Meine Sachen, ich muss ihn. Mit diesem Klopper, ich mag es auf das Klo. Das ist schon nehmen. Auch da, aber ich. Laut ich würde, aber ich. Da steht. Laut ich würde, aber ich. Da steht. Darüber es geht. Ich muss, ich will. Oder wo. Meine Sachen, ich muss ihn. Mit diesem, aber ich mich auf das. Auch da, aber ich. Laut ich würde, aber ich. Da steht. Laut ich aber ich. Darüber steht es geht. Ich muss, ich will. Oder wo. Meine Sache, ich muss. Meine Sache, ich muss. Mit diesem, aber ich muss auf das. Laut ich will, aber ich. Laut ich aber ich. Darüber steht es geht. Darüber steht es geht. Ich muss, ich will. Oder nichts, wo. Nichts. Meine Sache, ich muss. Mit diesem, aber ich muss auf das. Und dann können wir das wenigstens schon mal. Kirillin. Laut. Laut. Laut Fiebel brüten Erdsch.
Ich muss meine Sicht. Ich will ein Ruderwurf. Oh, was? So weit so. Ah, ja, klar. In Erde reingesteckt, das Erdei. Das ergibt Sinn. Jetzt müssen wir es nur noch einfrieren. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Oh, ein Kühlschrank. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Wo habe ich denn aufgehört? Darüber steht es geht. Laut Viech würde, aber ich lasse. Da steht. Auch da, aber ich. Mit diesem Körper, ich mache es auf das. Der Gedanke ist cool. Der Gedanke ist cool. Laut Viech. Auch da, aber ich. Mit diesem Körper, ich mache es auf das. Der Gedanke. Auch dazu, aber ich lebe. Mit diesem, aber ich mache es auf das. Der Gedanke. Mit diesem, aber ich mache es auf das. Gedanken gedacht zu werden oder so ähnlich. Der Gedanke. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verkackt. Meine Sachen nicht. Ich will eine verkackt, aber ich glaube, ich habe jetzt alles mit allem verbunden einmal. So. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange. So, du Arsch. Gondoliero. Uhu. Prego? Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, si, si. Was willst du wissen, eh? Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stachel von Insetto. Du musst sie anstacheln. Das ist hilfreich. Ich kenne da diese schüchterne, leicht naive Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Bambina Timida. Dann musst du machen sie impressionare. Bambinas Timidas suchen Aventuras con Uomos Criminale. Du meinst, sie steht auf Schurken? Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristokratik. Hallo, Klume. Dann musst du sein Cavaliero Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend. Musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la lu. Stopp. Ich finde was anderes. Ach, Idiot. Ne? Ich brauche keine Tipps. Dann, du mich auch. Ja, du mich auch, genau. Arrivederci. Was denn Ding? Ach, nichts. Ancora? Stupido cazzo idiota! Ja. So, ist hier irgendwas noch? Diese südländischen Modelle ständig. Noch ein neuer. Wie viele So. Jetzt wollen wir nochmal überlegen, was ich mache als nächstes. Versuche ich weiter, die Schnabeltiereier auszubrüten? Oder das mit den Schrottkram, da habe ich noch gar keine Idee, muss ich ehrlich sagen. Alter Red, was geht? Ich weiß auch noch nicht, wo diese Katze sein soll. Turnierhand wäre noch eine Idee. Deswegen zu diesem U-Boot da kommen. Schauen wir mal. Hallo, Backer. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Hier, Klopapier vorhängen. Ach nee, wenn... Kohle beschmieren? Ach nee, wenn...
einfach kaputt stechen. Ach, wenn jemand... Wisst ihr noch, beim letzten Mal wollte ich mal alles verbrennen. Jetzt will ich irgendwie mal alles abstechen. Besorgniserregend. Ach nee, wenn... Kann ich kein Zuckerwasser machen? Warum steht eigentlich in Quiek oder Ratten? Buch davor halten. Ach nee, wenn... Vielleicht muss ich wirklich unsichtbar sein. Du schon, ich hab dir doch Bin ich ja, ich bin ein... Du hast zwar einen Gewalt... Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den...